So, zurück in Devil in Me. Oh, da hinten ist noch ein Bild. Vielleicht kriegen wir es doch vollständig. Das ist doch die Hütte, oder? Ah ne, das ist ja das, der Teaser auf das nächste Game. Da seht ihr das. Skyfi. Das ist der Teaser für das nächste Spiel. Und das ist quasi das geheime Bild, genau in der Mitte des. Trotzdem fehlt eins und das ist natürlich bitter. Das ist nämlich das am Anfang des Spiels, wo ich gesagt habe, wir kommen nicht in die Hütte und dann bin ich weitergegangen. Ich dussel. Also beim nächsten Spiel bin ich. Jetzt wisst ihr ja, dass es Skyfire ist. Also rein theoretisch braucht man da jetzt kein Blatt mehr vom Mund zu nehmen. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Spiel gut schaffen werde, alle durchzubringen. Ich gebe natürlich wieder mein Bestes nächstes Jahr. Also ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr rauskommt, ne? Das werden wir ja dann sehen. Rein theoretisch haben die ja immer das Jahr mit dem Trailer. Ich habe den Trailer aber nicht ganz gesehen. Ich habe den nur angefangen. Ich habe nämlich gesehen, dass da was geleakt wurde. Krankengeschichte, Kindheit. Aber was ist hier drin? Ach, das ist einfach nur Bonus oder wie? Ach, das ist Bonus. Wir müssen hier nicht mal rein. Oh. Sag das doch gleich. Aber soll ich nur mit der Kiste machen? Wozu war die Kiste? Ich meine, das bringt doch nichts, wenn ich das da hoch mache, oder wie? Oder doch? Warte mal. Aber ich glaube doch, dass es nächstes Jahr erscheint, so wie ich das gesagt habe, das Spiel. Ich habe ja gesagt, ich denke nicht, dass der zweite Teil direkt erscheint, wenn der nächstes Jahr erscheint, weil es ja eine neue Season ist, quasi. Aber wenn die jetzt schon so fertige Ingame-Szenen haben, stimmt, habe ich gar nicht daran gedacht, dann könnte das gut sein. Es stinkt hier so. Das stinkt hier so. Habe ich auch gesehen. Hat mich zu Tode erschreckt. Bestimmt hast du ihn mit deiner Panik verschreckt. Oh, das ist ein Mensch. Zumindest ist da ein Turnschuh. Ich denke mal, wenn wir nochmal durchlaufen, das Spiel, dass wir einfach nur entspannt. Entspannt durchgehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier beim nächsten Mal wieder alles einsammle, weißt du? Ich denke mal, der nächste Durchlauf wird kürzer. Aber ich denke mal, da werden wir uns einfach nur auf das Durchspielen konzentrieren. Deswegen werde ich das auch in ein paar Monaten machen, denke ich mal. Und da werde ich dann vielleicht nur die Bilder machen. Weil die Münzen sind ja dann überflüssig. Er weiß es. Ein Licht aus. Was so dumm.
Oh, das wird böse. Bleib ruhig. Mensch, das sieht er doch. Bist du dumm oder was? Ja, vor allem noch mit dem Licht. Oh, Leute. Oder sieht er das Licht nicht und das ist nur so ein visuelles Ding, weil ich das anhatte? Und das wird doch wieder ganz beschissen. Echt nicht? Sieht man ja jetzt hier, nee. Ach, das habe ich schon gesehen. Ich dachte jetzt irgendwie, ich kann mit dem Fenster. Aber es ist dunkler als vorher, glaube ich. Ah, nee, hier geht's weiter. Oh mein Gott. Was? Was macht er da? Er konserviert seine Opfer. Das heißt? Warum? Weil sie ihm etwas bedeuten. Trophäen. Ach, er behält sie sozusagen. Die Matt scheint sehr viel zu wissen. Glaubst du, wir haben es mit mehreren Personen zu tun? Was meinst du? Ich glaube nämlich auch, dass das mehrere sind. Aber schon länger. Ein getriebener, sehr gestörter Mann. Ich werde das jetzt im Übrigen so machen, ich werde jetzt die 60 Minuten aufnehmen und wenn ich merke, dass das kurz vor dem Finale ist, dann werde ich halt mein Schnittprogramm nehmen. Dann geht zwar ein bisschen Qualität flöten, aber naja. Was aber auch sein kann, by the way, wenn wir zum Leuchtturm gehen, ist ja in der Nähe dieses Haus da oder so, denke ich mal. Vielleicht kommen wir da wieder vorbei und vielleicht kann ich dann das letzte Bild holen. Vielleicht ist das so gewollt. 135, fehlen nur noch 65 Münzen. Harrison und Lewis. Ich hoffe halt nur nicht, dass es hier weitergeht, weil ich wollte eigentlich noch runter in den Raum, aber ich wusste ja nicht, dass das hier der weitere Weg ist. Kommt man darüber? Scheinbar nicht. Scheinbar kommt man da nicht rüber. Keine Ahnung warum und wie. Ach, wie schön das ist, wenn man sich so frei fühlt hier. Man kann hier so viel frei rumlaufen.
Auch dieser Runtersprung. Jumpscare. Nee. Oh, verdammt nochmal. Wer ist denn das? Junge, diese Geräusche. Hin und wieder immer. Warte mal. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Aus den Leuten macht er die Animatronics. Er verhärtet sie, so wie er sagt. Genau. Das macht er, glaube ich. Deswegen konnte der eine auch vorhin sprechen irgendwie. Da war noch irgendwie so Restverstand oder so. Und ich sage euch jetzt mal eins vorweg, ne? Ich habe doch im letzten Part so ziemlich am Ende gesagt, wo wir Mike gespielt haben, dass es wahrscheinlich zu einer Stelle kommen wird, wo ich mich dann doch nicht für das Wohl entscheiden werde, sondern für was anderes, wenn es so kommt, wie ich denke. Das ist eine Falltür. Echt jetzt? Und ich werde auch dieses Ende zugeben. Ich will mal so ein richtiges Bad Boy Ende. Wenn das so kommt, geht. Wie ich denke. Ich weiß es ja nicht. Gesucht wird ein männlicher Verdächtiger, bei dem es sich mutmaßlich um den Killeragenten handelt. Der Verdächtige ist Special Agent Hector Mundy vom FBI. Er ist möglicherweise bewaffnet und sehr gefährlich. Zentrale, hier spricht Officer Martinez. Ich habe Mundys Auto entdeckt. Bitte um Verstärkung. Officer Martinez, wo sind Sie? Bei einer Lagerhalle in der Park Avenue, Fulton River. Sieht verlassen aus. Officer Martinez, Verstärkung ist unterwegs. Halten Sie die Stellung. Verstanden. Scheiße, er hat mich gesehen. Officer Martinez, halten Sie die Stellung. Scheiße. Hier wird's brenzlig. Zentrale, das Gebäude brennt. Die Feuerwehr ist unterwegs. Er ist noch drin. Hören Sie mich. Wie pixelig das eben war, ne? Da könnten wir durch. Steht gefährlich. Ach, jetzt auf einmal kann ich es dann doch schieben, oder was? Ach. Sorry, wenn das Mikro manchmal so ruckelt. Das ist, wenn ich mich so ein bisschen mehr bewege. Weil ich sitze ja hier die ganze Zeit, wenn ich aufnehme und mir läuft langsam das Blut und nee, warte, wie sagt man, dass einem so schwindlig wird, wenn man aufsteht, dann ist das Blut in die Beine geflossen oder irgendwie so, ne? Ach, ich bin so dumm. Natürlich kann der hier rüber, Mensch. Also, ich frage mich manchmal, was mit mir falsch ist. An die simpelsten Dinge denke ich nicht. Also nee, wirklich. Ich hätte das, glaube ich, schon eher unterschieden können. Hoffentlich hält das. Ach so, der ist jetzt einfach mal so ein Stockwerk runter.
Also ich muss jetzt auch mein Zwischenfazit geben, der vierte Teil ist bis jetzt wirklich mein Favorit. Little Hope war ja so damals schon so ein Anwärter, aber das hier, das übertrifft ja alles nochmal im positiveren Sinne. Oh, seine Höhenangst. Nein! Du schaffst das, Mike. Ich glaube an dich. Mein Bester. Der fällt safe runter. Ich meine, ist nur Wasser, klar. Ist jetzt nicht so schlimm, hoffe ich. Der fällt safe rein. Das läuft zu glatt. Nee, doch nicht, wow. Vielleicht da kommt jetzt Dumet hinterher und der fällt rein. Ach stimmt, wir sind ja auf einer einsamen Insel. Klar gehört dem das alles. Mensch, ich vergesse es immer. Ich hab nämlich vorhin so gedacht, dass dieses längliche Gebäude da nicht dem gehört. Aber natürlich, tut es doch. Wo zur Hölle ist Erin? Der Plan ist, zum Leuchtturm zu gelangen. Erin Jäger. Sie weiß das. Mir ist tatsächlich auch so ein bisschen schwindelig gerade, aber ich nehme das jetzt hier noch fertig auf und dann mache ich nochmal einen Powernap, glaube ich. Wie gesagt, ich hetze mich nicht aufzunehmen. Das ist gerade, wir haben heute mal Sonntag, das ist 2 Tage nach Release. Sie ist zäher, als du vielleicht denkst. Oh, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Glaube ich. Könnten wir alles nur schlimmer machen. Nee, doch nicht. Also weiter nach Plan. Was, wenn sie sich nicht an den Plan halten kann? Ich dachte gerade, wir sind, weil ich diesen Baumstamm gesehen habe, wo wir rüberklettern können. Ich habe gedacht, wir sind bei diesem Haus da, wo ich das Bild verpasst habe. Noch 60. Nee. 60 Münzen schaffe ich nicht. Ich gucke mich hier nochmal um. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich laufe jetzt trotzdem schnurstracks weiter. Hier müsste ich runterklettern, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen hüpfe ich hier wieder drüber. Hier geht es auch lang, schon wieder mehrere Wege. Da kann man hoch, also so viele Wege hier schon wieder. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Das ist ein Keil. Ich muss sagen, das Spiel ist teilweise schon zu offen, wenn man das kritisieren kann. Für ein Story-Game ist das ein bisschen teilweise schon zu offen. Da ist eine Münze, die sehe sogar ich. Ach nee, das ist eine Karte. Francis Morello. Wir brauchen noch eine Visitenkarte oder zwei. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir ja auch noch welche. Oh, lauf! Ich habe das Gefühl, da geht's weiter. Ich will mal noch nicht da lang. Was ist das? Manchmal gibt es hier so Collectibles, die man finden kann, die machen aber irgendwie überhaupt keinen Sinn. Das war eines davon. Was ist das? Die Info wäre mir lieb gewesen. Ich wollte ja noch wissen, was hier hinten ist, weil hier kannst du ja auch noch mal hoch.
ist wieder mal nichts. Das ist schon wieder so ein sinnfreier Bereich. Na gut, so sinnfrei auch nicht. Du hast einen Ausblick hier. Ja, klar. Dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Wir haben alles abgegrast, jede Ecke. Hier liegt vielleicht noch eine Münze rum. Ja, wow, die ist jetzt dann auch nicht so schlimm. Hier, nee, hier kann ich nicht lang. Da wurde ich schon zweimal verarscht jetzt. So, dann sind wir hier gewesen. Oh, hier kannst du wieder so viel verpassen. Ich bin halt immer noch so egoistisch. Naja, wie sagt man? Egoistisch jetzt nicht. Oder? Kann man das jetzt egoistisch sagen? Ich dachte, wenn wir erst mal draußen wären. Hast du das? Da ist irgendwas. Wir sind im Wald. Könnte alles sein. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Geheimnisse? Ja, haben wir ein bisschen auch was verpasst. Hier draußen wohl auch Kameras hat? Könntest du mir bitte nicht noch mehr Angst einjagen? Hey, noch 55. Normalerweise würdest du jetzt vom Topeka-Scheiß anfangen. Ich würde Charlies linkes All geben, um jetzt in Topeka zu sein. Ich gehe noch mal zurück. Uns hetzt niemand. Das wird dann halt noch ein nächster Pfad oder so. Wenn er 20 Minuten geht, ist das okay, dann haue ich das am selben Tag noch als eigenständiges Video raus. Also wenn der nächste Part mit 20 Minuten geht oder so, dann machen wir das als eigenständiges Video am nächsten Tag, am selben Tag. Mensch. Weil hier ist einfach gerade so offenes Feld hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ob ich zu dieser Hütte muss, ob ich hier hin muss. Wir haben so viele Optionen jetzt hier. Und das meine ich mit, das ist schon wieder zum Beispiel zu offen. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du keinen klaren Weg hast. Ich dachte, das war eine Münze. Ne? Weil, was weiß ich? Woher soll ich denn wissen, zum Beispiel als Spieler, wo ich hin muss? Das wird ja einem hier nicht gesagt. Finde durch den Wald. Ja gut, das könnte vielleicht ein Hinweis sein. Aber es könnte auch sein, dass es hier vorne weitergeht. So denke ich halt. Und dann gehen schon wieder zum Beispiel 2 Minuten flöten, weil ich hier durchkrabbel und wieder zurückkrabbel, dann da lang laufe. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Draufgeschissen. Warum habe ich das Gefühl, dass das Holz bricht? Und dass das hier keine gute Idee war. Spätestens auf dem Rückweg, würde ich sagen. Ja. Ich spiele zu viel Horrorspiele oder gucke zu viele Horrorfilme. Man merkt's, oder? Man merkt es. Ich gucke gleich in die Hütte, ich muss erstmal hier gucken. Ich kann da klettern. Unsichtbare Wand. Hier ist ein Schlüssel. Geschafft. Die Hand bewegt sich bestimmt gleich. Nee, da kann ich nicht klettern. Wow, obwohl es eigentlich so drauf ausgelegt ist. Sorry, ich müde mich kurz, ich muss niesen. Oder es kommt langsam, ich merk's.
Noch ist nicht so weit, aber es kommt langsam, ich merk's. Heilige Scheiße. Oh, ich muss gleich kotzen. Seine Hand wurde abgeteilt. Vor oder nach seinem Tod? Wie soll ich das wissen? Ach, der Tod ist Francis Morello. Mehr ist hier nicht. Ist nur ein Geheimnis, was ich hier gesammelt habe. Und sie fällt, oder? Deswegen würde ich niemals über so eine Brücken gehen. Die sehen doch schon so danach aus. Das ist auch so ein Grund, ich würde niemals über so eine hohen Brücken gehen. Es gibt doch da zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Da haben die doch auch so eine Hängebrücken, die so gefühlt 50 Meter über dem Boden hängen. Da rettet mich ja meine Höhenangst schon vor, dass ich da nicht das nicht mache. Kommt wieder ein Jumpscare, pass auf. Ah. Nur eine Ratte, das ist noch harmlos. Okay, ich übrigens nehme meine Aussage zurück, die ich mal gemacht habe, als ich sagte, dass hier Anspielungen im ersten Teil ist. Ich glaube jetzt nicht mehr daran. Auch wenn die Trophy das sagt. Hörst du das? Was klingt? Ach, der Hund. Wie ein Winseln. Ist das... Ich glaube, der Hund gehört dem Dumet da. Der läuft einfach so. Alles gut, Kleiner. Ich tue dir nichts. Sei leise. Ja, ich habe nun mal Hundeliebe. Ich kann den nicht zurücklassen, selbst wenn das jetzt schief geht. Ich kann es einfach nicht. Ich glaube, ich hätte den Hund töten können, oder?
Wer ist jetzt tot? Nö. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich wirklich nicht ein. Dass ich wegen dem Hund dann meine Charaktere verliere. Da muss ich den Hund wohl doch an der Heizung lassen. Das nützt ja nichts. Ich hätte ihn ja abstechen können, glaube ich. Hier wird keiner sterben. So nicht, solange ich hier spiele. Und schon gar nicht wegen solchen Entscheidungen. Du wirst auch noch bestraft. Du wirst auch noch bestraft, dass du... Oh, nee. Du wirst auch noch bestraft, dass du hier alles abkundest. Zum Leuchtturm zu gelangen. Sie weiß das. Jetzt wirst du auch noch so weit zurückgesetzt, ey. Ja gut, hier gibt es nur drei Geheimnisse. Was macht wohl Aaron? Sie ist zäher, als du vielleicht denkst. Meinst du wirklich? Wenn wir jetzt den Plan ändern, könnten wir alles nur schlimmer machen. Also weiter nach Plan. Was, wenn sie sich nicht an den Plan halten kann? Ich sammle jetzt hier nochmal alles schnell ein. Francis Morello. Da weiß ich schon ganz... Ich weiß schon ganz genau, wie ich diesen Part nennen werde, wenn ich es nicht vergesse. Bis dahin. Ich glaube, wir hätten das sowieso nicht in diesem Part geschafft. Also gut, dann haben wir beim nächsten Mal noch so einen langen Part. Scheiß auf die Münzen. Ah, doch, wobei ich hätte so eine Münze mitnehmen müssen, ne? Theoretisch hätte ich die Münze mitnehmen müssen. Hätten wir jetzt im Video gehabt, dass die sich stacken quasi. Ich dachte, wenn wir erstmal draußen wären. Ich nehme den Typen da hinten nochmal mit. Hast du das? Da ist irgendwas. Also hier ist eine Münze. Könnte alles sein. Wie viel müssten wir jetzt haben? 55, ne? Noch 50. Ja, du kannst die farmen. Du kannst die farmen, glaube ich, oder? Noch mehr Angst einjagen. Ich glaube, wir waren eben schon bei 55. Jetzt sind es nur noch 50. Theoretisch könnte ich jetzt immer und immer wieder diese Szene laden, bis wir 200 haben. Normalerweise würdest du jetzt vom Topeka-Scheiß anfangen. Ich würde Charlies linkes Ei geben. Was wohl passiert, wenn ich mich da runterfallen lasse? Ins Wasser? Da kommen wir zwar hier hinten nicht mehr hin, aber egal. So, warte, dann nehmen wir uns jetzt hier noch schnell den Schlüssel mit. Ich glaube, so oft, wie ich jetzt schon im Spiel neu starten müsste, weil ich bestraft werde für das, was ich nehme. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wenn ich den Hund da lasse, lässt dieser Mörder den Hund in Ruhe? An der Heizung. Oder was ist, wenn ich den Hund mit reinnehme und das ihn absteche? Ob er den Hund dann wirklich absticht oder nicht? Das sind alles so Fragen, Fragen über Fragen. Aber ich lasse ihn jetzt mal an der Heizung. Mir ist scheißegal, was aus ihm wird. Es gibt so eine Trophäe, dass ich ihn streicheln soll. Ich muss gleich kotzen. Und mit ihm kommen soll, aber keine Ahnung. Vor oder nach seinem Tod? Wer soll ich das wissen? Das könnte ich ja mal nach der... Ja doch, das kann ich ja nach der Folge mal ausprobieren. Ich entscheide mich jetzt einfach dafür, dass ich ihn an der Heizung lasse. Wenn ich merke, dass der abgestochen wird von dem Typen, was eigentlich keinen Sinn macht, oder? Ich meine, ich denke mal, der Hund gehört dem sogar. Kann das sein? Entweder gehört der Hund Dumet oder ihm selbst, diesen Killer. Wenn dem so ist, dann würde er doch seinem Hund nichts antun, oder? Aber der Hund könnte uns verpfeifen. Ne, wobei der Hund knurrt doch. Der hat doch Angst vor dem.
Hier war nichts, also gehen wir weiter. Hörst du das? Was? Klingt wie ein Winseln. Ist das... Ich glaube, der Hund wird sich vor Panik selbst umbringen. Der hängt doch an sowas Spitzes. Der wird sich strangulieren, glaube ich. Kate, versteck dich. Oder Kate macht jetzt Lärm, weil sie woanders ist. Das ist jetzt so eine Scheißsache. Alles gut, Kleiner. Ich tue dir nichts. Ich glaube, ich kann den Hund jetzt retten. Weil die andere könnte den ja ablenken, wenn der herkommt. Ich werde ihn nicht abstechen. Und wenn das jetzt wieder falsch ist, dann machen wir heute einen kürzeren Part, würde ich sagen. Weil dann muss ich mir das zurecht machen. Oder ich schneide ein bisschen. Ja doch, dann beende ich den Part nochmal und dann schneide ich nochmal. Ich vertraue darauf, dass sie jetzt irgendwie Lärm macht, weil sie sich versteckt und ihn ablenkt. Bitte. Ich will den Hund nicht wehtun. Nein! Ja! Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Oh, da war ein Weg. Versteck dich! Ich dachte halt, wenn sie ängstlich wählt, dass sie den Hund an der Heizung lassen und nicht retten. Das war so mein erster Gedanke und deswegen habe ich mich so entschieden. Das Ding ist, warum ich zurückspule, weil ich manche Entscheidungen einfach nicht einsehe. Weil die Auswahlmöglichkeiten, die da gegeben werden, die sind nicht klar formuliert. Du weißt teilweise nicht, was du überhaupt auswählst. Du denkst es, aber derweil meinen die was völlig anderes. Und das ist so halt das Ding. Und deswegen spule ich auch zurück. Ich sehe es einfach auch nicht ein, teilweise so eine bestimmten Entscheidungen zu treffen. Das ist doch einfach nur Bullshit. Aaron, heilige Scheiße. Du lebst. Aaron, bin froh, dass du okay bist. Hilf mir. Du schaffst das. Wo ist Kate? Jamie? Ich glaube, da mache ich einen eigenständigen Clip raus, den ich dann auf dem Kanal veröffentliche. Warum zurückspulen in Dark Pictures okay ist. Es tut mir leid. Ist okay. Wird irgendwie okay. Sie finden her. Wenn ich dran denke, mache ich dann einen eigenständigen Clip draus. Aber den veröffentliche ich dann erst, wenn das im Let's Play soweit ist. Also sprich am 25. Was? Bist du? Ich hab dich mit Dumet gehört. Du bist schuld. Du hast uns zur Schlachtbank geführt. Aaron, du hast den Verstand verloren. Ich würde nie... Du weißt, du kannst mir vertrauen. 70% aller Mörder töten jemanden, den sie kennen. Jemanden, der ihnen vertraut. Es sind 79%. Das macht's doch schlimmer. Sofortiger Aufbruch. Alle Handys abgeben, ein einsamer Ort. Alles Teil deines Plans, oder? Du hast einen Schock und kannst nicht klar denken. Ich würde nie... Mark, wir müssen ihn hier fesseln, bis Hilfe kommt. Er wird uns in den Rücken stechen oder Dumet dazu bringen. Aaron, ich würde nie... Ruhe! Aaron, wow. Ich habe lange für Charlie gearbeitet. Er ist ein egoistischer Kontrollfreak, der uns alle aufs Kreuz legen würde. Aber
Er ist kein Mörder. Ich weiß, was ich gehört habe. Ich glaub dir. Aber vielleicht solltest du genau das hören. Ich pass auf ihn auf. Versprochen. Ihr spinnt doch beide. Ich vertraue ihm auch. Tatsächlich. Weil es gibt in jedem Dark Pictures Game gibt es 5 Überlebende. Ja? Warum sollte er einer von den Typen sein? Dann gäbe es ja nur 4. Es gab bisher immer 5, also muss er ja unschuldig sein. Das ist halt so, was mich als einziges daran hindert, ihn zu fesseln. Ja. Finden wir raus, wie wir das Ding zum Laufen kriegen. Außerdem, wie soll er sich denn selber in den Brennofen stecken? Jetzt muss ich auch noch ihn spielen. Mit seinem scheiß Rotlicht. Jetzt könnte ich hier immer wieder neu laden, ne? Bis ich 200 Münzen habe. Also theoretisch kannst du das hier echt... Ich weiß halt nur nicht, wenn ich jetzt das Spiel durchspiele, beende, ob das dann noch abgeschlossen ist, diese Münzen. Dass das dann quasi wieder von Null anfängt oder wie. Oder ob das dann am Ende so ein gesammeltes Punktekonto ist. Ich weiß es nicht. Oh, warte mal. Ich kriege zwar kein Foto von der gesamten Crew mehr hin, weil dafür sind schon alle zu getrennt. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Dieses Haus. Vielleicht kriegen wir jetzt... Hier ist eine Visitenkarte. Nice. Ist das die letzte? Vier von fünf. Scheiße. Ich habe irgendwo eine übersehen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe eine übersehen. Vielleicht ist hier das letzte Bild, weil ich glaube, das war an dem Haus beim Leuchtturm. Oh, Ermittlertrophäe erhalten. Entdeckte ich, Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich Zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Unter den vermissten Gegenständen befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Mundy. Darunter Bücher, Kleidung, Notizen, chirurgische Instrumente und Dentalgeräte. Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Ende des Berichts. Ich glaube, die Trophäe war dafür da, dass wir alle diese Hinweise gefunden haben, die uns hier sagen, was hier Sache ist. Also mit Glück finden wir hier noch ein Bild, was wir für die Sammlung haben. Und dann haben wir auch alle Bilder, weil mir fehlt nur noch eins. Abschlusszeugnis. Gut umschauen. Es könnte sein, dass hier irgendwo noch ein Bild hängt. Ich hab diesen Scheiß nicht gesagt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dimmel. Ich will mein Team tot. Da, das beweist seine Unschuld. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte so sehr, dass das klappt, dass ich ihm einfach alles geglaubt habe. Es ist geschnitten. Ich bin so dumm. Ich bin Tontechnikerin und drauf reingefallen. Du hast einen Schock, so wie wir alle. Mach dich nicht fertig. Also, Aaron? Tut mir leid, Charlie. So, Kurs aktualisiert. Wichtig und richtig.
Da haben wir seine Unschuld. Hier ist ein Schlüssel. Da ist wohl noch ein Boot auf der Insel. Noch ein Boot. Praktisch. Mark und Jennifer Edwards. Mein Herz. Ich bin eh ein Hundemensch. Mann, was zur Hölle war das? Ja, nur eine blöde Katze. Eine Katze. Lauf doch! What the fuck? Ich war gerade irgendwie so ein bisschen stunlocked. Hier ist aber nichts, kein Bild. Schade. Wäre vielleicht halt die Gelegenheit nochmal gewesen, das einzusammeln, bevor man das Spiel beendet. Was? Junge, dieses Spiel. Jetzt kommst du ja nicht mal vernünftig hoch, ohne durch den Boden zu glitschen. Weil du hier 10.000 Treppen hochrennen willst, weil es zu lange dauert, wirst du bestraft und wirst einmal eine Etage runtergeglitscht. Oh, Leute. Dieses Spiel ist einfach noch nicht fertig. Du schaffst das, du bist stark. Also das Spiel ist, glaube ich, noch nicht fertig. Jetzt gerade am Ende haben sie die deutsche Synchro völlig weggelassen. Guck mal, da ist ja nichts mehr deutsch. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Ich habe nämlich gerade die, also ich sag ja immer, ich hab, wähle wahrscheinlich ein anderes Ende, wenn es so ist, wie ich denke. Ich glaube aber nicht, dass das Spiel das machen wird, was ich denke. Werde ich euch dann alles erzählen, wenn es soweit ist. Aua!
Trophäe erhalten, horch. Fuck yeah! Wow! Die anderen beiden? Was zur Hölle stinkt hier so? Scheiße. So, ich denke mal, im nächsten Part sind wir alle damit fertig. Mit allem. Viel wird ja nicht mehr kommen. Wir sind hier schon bei 4.30 Uhr. Das große Finale von The Dark Pictures mit Devil in Me gibt es dann entweder heute Abend noch oder morgen. Das kommt immer ganz darauf an, wie lange die Aufnahme dann letztendlich wird. Aber ich habe jetzt nur noch 8 Minuten. Ich schaffe definitiv nichts mehr groß. Bis dann und ciao.